Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch an den April. Da habe ich eine kleine Ankündigung hier auf dem Kanal gemacht. Und zwar die Ankündigung, dass im November das Seelenreise Lenormand auf den Markt kommt. Und jetzt habe ich vom EMF Verlag den ersten Druck bekommen vom Seelenreise Lenormand und den möchte ich natürlich euch sofort zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit den Karten. Also, Seelenreise Lenormand ist angekommen bei mir. So sieht das Ganze aus und was toll ist, ist, dass es eine super schöne Versorgung, dass mein Gesicht da jetzt nicht mehr drauf ist, weil dann stellt er auf mein Gesicht scharf, hier so eine schöne Magnetbox hat. Guck mal hier. Warte mal, ich muss mal raus hier aus dem Bild. So, kann man das sehen? So, und dann macht man das Ganze natürlich auf. Ding, 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 Magnetbox. Und hat hier dann einmal das Heft. Und wenn wir das Heft rausmachen, tada, sehen wir hier schon die Karten liegen mit so einem kleinen Nupsi. Da kommen wir gleich zu. Ich möchte euch als allererstes einmal mitnehmen in das Begleitbuch, denn das ist ganz besonders. Bin ich ganz besonders stolz drauf, denn so sieht das Ganze aus. Ist relativ dick, wenn man bedenkt, da sind jetzt 36 Karten. So, und ich schlage es einfach mal auf. Was haben wir hier? Ja, gehen wir zum Beispiel in das Schiff rein. So gehen wir dann durch die Karten. Du hast einmal hier die Karte nochmal in groß und hast hier die Bedeutung der Karte. Und das Schöne bei diesem Begleitbuch ist, dass wir erstmal in die Handlung gehen. Also was macht das Schiff? Dann gehen wir rein, was bedeutet es als Person? Und wir haben hier auch noch einen ganz, ganz großen Abschnitt zu der Beschreibung, was das Schiff bedeutet und wie man es deuten kann. Wir haben dann auch noch hier das Haus des Schiffes. Also wenn du dann die große Tafel deutest, kannst du hier einmal schauen, was bedeutet das Haus des Schiffes, was kann ich dort finden. Und hier haben wir auch noch mal ganz zum Schluss zeitliche Angaben. Und natürlich, nicht zu vergessen, haben wir hier noch grundsätzliche Themen, Stichpunkte für das Schiff. So. Um dir dann ein kleines Beispiel zu geben, das Schiff an sich steht für Zielsetzung, für Reise, für die Ferne, für eine Distanz, für eine Übergangsphase, für das Ausland und Weiterentwicklung. Ja, und dann als Handlung verreisen, bewegen, entwickeln, Ziele setzen. Als Person mit dem Schiff an der Seite einer Person ist diese freiheitsliebend, kann aber auch distanziert oder fern sein. Dann mit der Beschreibung, lese ich es jetzt einmal vor, es hat sich gerade irgendwie so spontan entwickelt. Ich gehe einfach mal rein. Im klassischen Lenormand steht das Schiff für eine Reise oder den Handel mit dem Ausland. Während es nach wie vor eine Reise, einen Umzug, das Ausland oder generell eine gewisse Distanz anzeigt, so steht das Schiff in einem moderneren Kontext auch für die Zielsetzung. Denn ohne Ziel kannst du dich nicht auf die Reise begeben. Es zeigt lange Strecken an, ein langsames Vorankommen und oder dass es länger dauert, bis du dein Ziel erreichst. Wenn du dich auf das Schiff begibst, bist du in einer Übergangsphase von einem zum nächsten Ort. Die Erfahrungen, welche du auf dieser Reise, ob real oder metaphorisch, sammelst, helfen dir, deinen Horizont zu erweitern und dich oder eine Situation weiterzuentwickeln. Das Haus des Schiffes zeigt deine Ziele an oder wohin du dich langfristig bewegst und zeitliche Angaben in der Ferne, sprich dauert noch lange, 3 Tage, weil es die 3. Karte ist, 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate, Jahre, März, 3. Monat, am 3. eines Monats. So, und so gehen wir wirklich sehr detailliert durch alle 36 Karten des Lenormand. Da aber noch nicht genug, weil ich mir dann dachte, hey, was kann ich euch da noch ein bisschen zugeben? Und zwar haben wir hier Kartenkombinationen. Kann man das sehen? So, hier wieder Scharfstellen. So, Kartenkombination. Denn die Art und Weise, wie man das Lenormand kombiniert und welche Deutungen sich daraus ergeben, da wollte ich euch gerne ein paar Beispiele mitgeben, dass ihr so ein bisschen reinkommt und ein Gefühl dafür bekommt, wie sich Karten
kombinieren lassen. Was nicht bedeutet, dass das hier die ausschließlichen Bedeutungen dieser Kombinationen sind, aber ihr bekommt dadurch ein Gefühl, wie sich diese Karten deuten lassen. Ja, und dann ist das ja auch noch nicht genug. Deswegen habe ich dann noch weitergemacht hier und bin in verschiedene Legemethoden rein. Und da führe ich euch in diesem Buch durch die verschiedenen Legesysteme hier. Moment, Legesysteme. Und wir gehen dann rein in die, erstmal wie man einzelne Karten deutet, in die Dreierreihe, in die, dann auch in den Neunerblock. Der Neunerblock ist super wichtig, wenn ihr dann auch hier, der Neunerblock hier, 9 Karten in so einem Block hier, das ist super wichtig, wenn ihr dann auch die große Tafel legen möchtet, da ist das quasi die Basis. Und dann gehen wir in diesen Büchlein, ist das nicht abgefahren? Also ist echt... Da ist echt viel drin. Ich mit sehr viel Liebe erstellt, weil ich euch da wirklich sehr viel mitgeben wollte. Haben wir dann auch hier noch die große Tafel. Ist natürlich jetzt hier einmal das Buch drin, also die Buchhälfte. Normalerweise hast du natürlich mit beiden Karten zusammen. Und wie man eben diese große Tafel deutet. Da gehen wir auch noch durch. Ja, und dann würde ich sagen, all das bekommt ihr in diesem Buch, also auch super geeignet für Anfänger, weil ich höre das ja auch immer wieder und mir ging es ja am Anfang auch so, dass ich dachte, ey, da sind ja 36 Karten, die liegen da alle, wie soll ich die denn jemals deuten können? Und dementsprechend wollte ich euch möglichst viel in diesem Begleitbuch mitgeben und ich denke, das sieht man auch, da ist einiges. So, kommen wir aber mal wieder zu den Karten. Hier, Nupsi. Guck mal, das passt auch so. Ich habe mir den heute ganz, ehrlich gesagt angezogen, aus einem ganz praktischen Grund. Es ist mittlerweile hier in Norddeutschland 10 Grad oder sowas und es ist ein bisschen frisch. Ich wollte mich aber gerne wieder raussetzen und das ist so der einzige dicke, warme Pulli, den ich gerade sauber noch habe. Die anderen sind in der Wäsche, oh, so everyday life, ne? Dementsprechend dachte ich mir, ey, ich ziehe mir den kurz über, aber guck mal, wie das passt. Ich mag halt lila. So, deswegen hier... Siehst du dann den Nupsi und dann kommen die Karten raus und dann siehst du hier, ist es wieder Gold an der Seite und dann sind das die Karten. Und was ich jetzt machen möchte, anstelle trocken und platt auf dem Tisch mit euch da durchzugehen, möchte ich euch die jetzt direkt hier zeigen. Das heißt, wir machen jetzt quasi ein, wie sagt man das? Habe ich vergessen. Wir schauen uns jetzt die Karten an aus dem Seelenreise Lenormand. Hier also der Reiter, der Klee. Ich stehe ja auf diese Grüntöne, muss ich sagen. Ich mag das ja immer unfassbar gerne, wenn die Grüntöne auch so ein bisschen in dieser, ein bisschen mehr Gelbanteil haben. Hier das Schiff, das haben wir gerade schon gesehen. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, Momentchen, wir wollen die Karten nochmal umdrehen, oder? Bevor wir jetzt weitergehen, schaut euch das mal an. Die Rückseite. Ah, lila, magisch lila. So, ich weiß, die Kamera fällt immer mal wieder aus der Schärfe raus, aber jetzt seht ihr es ja. So, da müssen wir jetzt alle irgendwie mitleben. So, Schiffchen. Dann hier so ein schönes Landhaushaus. Der Baum, ganz klassisch, wie so ein Baum halt ist. Lila Wolken. Da haben wir es wieder. Lila. Meine Oma hat früher immer Lilla gesagt. Habe ich immer noch im Kopf, höre ich sie immer noch, wie sie das gesagt hat. Lilla. Hier haben wir lila Wolken. Die Schlange, also bei der Schlange muss ich euch sagen, da bin ich ganz besonders stolz drauf. Das hat so Spaß gemacht, diese Karte auszuarbeiten. Auch nochmal herzlichen Dank an Melanie Bittner. Natürlich musste das Seelenreise Lenormand wieder mit Melanie gemacht werden, die auch schon das Seelenreise Tarot gemacht hat. Und an dieser Karte hatte ich ganz besonders Freude, die ein bisschen anders darzustellen, als man sie normalerweise sieht. Also ist echt eine meiner Lieblingskarten. Der Sarg. Auch eher so dann mit rosa Blümchen. Hier ein bisschen mehr Farbtupfer auf dem Bouquet oder dem Blumenstrauß. Die Sense. Ja, hier haben wir die Rute, beziehungsweise im Englischen sagt man Whip oder Rods. Rod wäre natürlich eher Rute, Whip ist dann die Peitsche.
Und oftmals sieht man im Lenormand eben beides, einmal Ruten und Peitschen. Aufgrund dessen, dass, also grundsätzlich steht die Rute ja für den Konflikt, für Streit, aber die Rute kann eben auch für Schuld stehen. Also man geißelt sich dann ja quasi so. Und da habe ich mich hier dann entschieden eben für diese Peitsche. So, wo man sich so halt, ne, kennt da aus dem Film. So, dann Vögelchen, Leute, da, ach, bei der Karte habe ich mich so gefreut, weil das sind meine Lieblingsvögel in England. Das sind die Long-Tail-Tits, Meisen, also die Langschwanz, sagt man Langschwanzmeise auf Deutsch. Die sind so niedlich, die sind ganz klein und die kommen immer in Scharen an und sind einfach so zuckersüß. Da habe ich mich sehr gefreut, die kleinen knuffigen Flauschbälle hier auf dieser Karte verewigen zu dürfen. Hier das Kind. Guck mal, das Kind hier, ist das nicht abgefahren? Ich hatte diesen Pullover noch nicht und habe den auch erst seit 2 Wochen oder sowas. Und guck dir das mal an, hat die gleiche Farbe, abgefahren. Naja, ich mag halt die Farben, die ich mag. Ich bin mit Farben immer sehr präzise. Ich weiß dann so ganz genau, wie Farben irgendwie sein sollen und bin da auch sehr dankbar. Melanie setzt das alles ganz, ganz, ganz toll um. Der kleine Fuchsi hier, dann der Bär, mag ich auch total gerne, weil bei den Bären haben wir noch einen kleinen Babybär dabei und dann natürlich der große Bär, um den es geht, der hier sehr beschützerisch ist. Ja, auch eine ganz tolle Karte, ganz tolle Energie. Den Stern kennt ihr. Den Stern kennt ihr natürlich hier von hoppala, jetzt hat er gerade wieder zurück scharf gestellt, vom Cover. Das ist unsere Coverkarte. So, Momentchen hier. Die Störche. Störche auch hier in Norddeutschland werden die wieder, warum, Moment, hallo, hier bitte, hallo, bleiben Sie bitte mal scharf hier, ich glaube, ich muss dicht daran, oder? Die Störche werden hier in Norddeutschland immer mehr, was total schön war, weil ich genau dieses Bild witzigerweise gesehen habe, als ich hier im Mai war. Gucke ich nach oben und denke, krass, meine Storchkarte, das ist ein Zeichen. So, dann haben wir hier, oh mein Gott, hier. Das ist der Hund meiner Schwester. Ihr kriegt jetzt die ganzen Insider-Informationen hier direkt. Der Hund meiner Schwester, Laika. Oh mein Gott, der süßeste Hund der Welt. Was ist das? Coverpoo, glaube ich. Ein kleiner. Gott, heute gerade wieder gesehen. Zuckersüß. Natürlich, das Glastonbury Tor ist der Turm. Denn natürlich ist die Seelenreise, Tarot ist ja schon verbunden auch mit meiner Seelenreise, wo ich immer mal wieder Einflüsse von meinem Leben einfließen lasse. Einfließen lassen, ja auch sehr sinnvoll. Und hier seht ihr tatsächlich ein Bild, was ich mal selber vom Tor gemacht habe, was die Melanie dann eben genutzt hat als Vorlage für diese Karte. Und so habt ihr auch hier so ein, zwei Glastonbury Avalon Einflüsse in diesem Deck. Gehört einfach dazu. So, dann der Park. Schöner, offener Park. Treffen sich zwei. Kann man gleich die Bedeutung schön von ableiten. Hier der Berg. Die Berge. Erinnere mich daran zurück, als ich im April in Bayern war und wandern war. Hat man auch immer so schön die Tannen dann davor gesehen. Da habe ich nämlich der Melanie noch ein Foto geschickt und sagte, oh, können wir da noch Tannen einarbeiten vorne? So ist das entstanden. Ja, dann die Wege natürlich, ganz klassisch. Wege, Entscheidungen treffen, links, rechts. Hier die Mäuse. Die Mäuse knabbern am Apfel. Das ist richtig, das sind ganz gesunde und bewusste Mäuse. Und ich werde immer wieder gefragt, warum knabbern die denn nicht am Käse? Und die Antwort ist einfach, ich bin so ein kleiner Farb... Ich muss aufpassen, was man hier sagt, ne? Ich bin mit Farben sehr präzise. Ich mag, also so, ich habe da, wie Farben sich anfühlen und wie Sachen dann so im Gesamten wirken. Und ich wollte gern Farbplex haben. Hab gesagt, nee, da müssen wir unser schönes Rot drauf machen. Komm hier, scharf wieder, da haben wir's. Und deswegen essen die ganz bewusst an dem roten Apfel. Und hier das Herz ebenfalls. Natürlich.
Dann der Ring. Mit dem Ring, das Bild kennt ihr, das haben wir nämlich nachgestellt. Es gab erst diese Karte, natürlich, klar, geht ja zeitlich auch gar nicht anders, aber es gab erst diese Karte und dann habe ich zu meiner Freundin Dani, die Anna von Avalon, gesagt, die ja die Fotos gemacht hat, komm, das stellen wir jetzt nach. So, dann das Buch, können wir auch direkt mal gucken, was steht da drauf? Seelenreise, genau. Auch hier habe ich mich für das geschlossene Buch entschieden, einfach für die Deutungsmöglichkeiten damit. Dann der Brief, schön pastellig und rosa. Das war eine der ersten Karten, die wir fertig hatten. Dann haben wir hier den Herren. Dann muss ich jetzt einmal so machen, jum, jum, jum. Herr und Dame können sich dann, ich hoffe, ihr könnt es scharf sehen, können sich dann nämlich angucken. So war es nämlich gedacht. So. Sie die Möglichkeit haben, sich anzuschauen oder Rücken und Rücken zu sein. So. Dann die Lilien, auch schön, gefallen mir auch super gut. Ganz zart eingefärbt. Mit so einem offenen Fenster im Hintergrund sieht man ganz leicht angedeutet. Also nicht offenen, aber ja, mit so einer schönen, wehenden durchsichtigen Vorhang. Die Sonne. Kleiner Insider zur Sonne, ihr Lieben. So, hier Scharfstellen wieder. Ihr seht, hier rum ist ein rosaner Ring. Leicht rosa. Und es gab da zwei Varianten. Oh Gott, ich muss mal so reinhalten. So. Es gab da zwei Varianten. Eine mit so einem goldenen Schein drum und einer mit rosa. Und die Sache ist die, für diejenigen, die mal Sungazing gemacht haben, sprich dann so abends, wenn die Sonne kurz vorm Untergehen ist, mal wirklich in die Sonne zu schauen, werden tatsächlich feststellen, dass die Sonne pink aussieht. Und diese kleine Besonderheit wollte ich gerne hier mit einarbeiten in die Karten, beziehungsweise haben wir dann auch gemacht. Dementsprechend hier für all die Sonnenschauer, ich weiß nicht, was sagt man auf Deutsch? Sungazing ist wahrscheinlich das Wort, ne? Die Sonne. Mond. Der Mond und hier auch Glastonbury Tor wieder drauf. Und der Schlüssel. Fische, auch eine meiner Lieblingskarten, habe ich so auch noch nie gesehen. Und fand es einfach toll, die in so einem Schwarm zu haben und dann auch das Licht da zu sehen. Und dann sind da halt wirklich viele Fische drauf, nicht nur so zwei Fische, weil es geht ja hier auch um die Fülle. Und ein Stichwort der Fische ist viel. Und hier sind viele Fische drauf. So. Dann haben wir noch den Anker. Kleiner Seestern. Und das Kreuz. Ein Kreuz zu tragen. Da sehen wir quasi den Rücken einer Dame. Guck mal, hier ist auch wieder ein bisschen lila am Rand. Genau, und das ist unsere Variante des Kreuzes. Und dann nochmal hier hinten so schön die Rückseite der Karten. Ja, ihr Lieben, dann, Moment, habe ich jetzt alles? Genau, dann packt man die da wieder rein. Und alles zu, Klappe zu. Und hier haben wir es nochmal. Das Seelenreise Lenormand. Hinten auch ganz schön, kann man immer gleich so ein bisschen sehen, was da für Karten drin sind. Ich erinnere mich daran, das haben wir nämlich beim ersten Seelenreise-Tarot gar nicht gemacht. Und dann habe ich diese Karten in der Hand und denke, Moment, man sieht gar nicht, welche Karten da noch drin sind. Was ich immer total wichtig finde, dass wenn man auch im Laden ist oder sowas, dass man einmal kurz gucken kann, wenigstens zwei, drei weitere Karten aus diesem Deck zu sehen, um zu gucken, hey, ist das jetzt irgendwie, dass das Beste, die beste Karte auf dem Deck ist oder sind da wirklich auch Karten drin, die grundsätzlich mit mir resonieren? Deswegen ganz, ganz wichtig immer, finde ich, dass hinten auch ein paar Karten drauf sind. So, ihr Lieben, das war die erste Aufführung des Seelenreise Lenormands, wird veröffentlicht am 19. November. Vorbestellen könnt ihr bereits und zwar entweder direkt beim EMF Verlag oder auch bei Amazon. Links unter diesem Video schicke ich euch einmal rein, Infobox unten öffnen. Stehen dann dort die Links drin. Wer lieber beim EMF Verlag kaufen möchte, macht es dort und diejenigen, die bei Amazon lieber bestellen wollen, können es dort machen. Und dann sollten sie ja Ende November auch bei euch zu Hause sein. Und ich freue mich sehr darauf, denn die Novemberlegungen
und die Jahreslegungen, die werde ich dann schon mit dem Seelenreise-Lernummer machen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in die Seelenreisewelt gefallen. Ich hoffe, dass ihr ganz viele magische Stunden selber haben werdet mit dem Seelenreise Lenormand und dass euch das Buch gut unterstützt, den Einstieg zu finden. Und wenn ihr eh schon drin seid, wünsche ich euch einfach viel Spaß mit dem Seelenreise Lenormand.